Willkommen zu einer neuen Folge von Mobile Point. Mittlerweile sind viele Browser, die man so auf dem Computer hat, wie Firefox oder auch Opera, fürs Handy verfügbar. Und ich werde euch heute mal Opera vorstellen. Das ist nämlich eine sehr gute Alternative zu dem Standardbrowser, der so auf dem Handy installiert ist. So, wir haben jetzt hier die Mini-Version von Opera. Und bei dieser Version wird zuerst einmal dieser Startscreen angezeigt. Hier hat man dann schon mal direkt die Möglichkeit, auf Facebook, GMX und den Mobile Store zum Beispiel zuzugreifen. Außerdem hat man auch noch, kann man zu News oder My Opera und so weiter und so fort. Oben kann man dann erst entweder die Adresse, diese direkte Adresse eingeben, oder man gibt rechts bei Google einen Suchbegriff ein. Achtung, oben links in dieser Adresse darf man nicht einfach nur einen Suchbegriff eingeben, denn dann kommt eine Fehlermeldung. Hier auf diesem Opera-Zeichen kann man dann seinen Verlauf nachgucken und kann auch die Downloads, die Einstellungen und so weiter, kann darauf zugreifen. Ansonsten hat man dann halt die gewohnten Funktionen hier, kann hier vor zurück und hier dann halt ein neues Fenster öffnen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt Seiten hat, wo man öfters drauf geht, dann kann man hier auch auf dieses Plus klicken und dann direkt die Adresse dazu eingeben. So kann man dann direkt darauf zugreifen per Schnellwahl. Ja, das ist der Browser. Ich finde ihn besser als den Browser, der darauf direkt installiert war auf dem Handy, und ich würde ihn wirklich empfehlen. Firefox hat einen ähnlich guten Browser rausgebracht mit ein paar anderen Funktionen, würde ich mir auch mal angucken, ist aber nicht für jedes Handy verfügbar. Ja, das war's von Mobile Point. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal und kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.